Seid ihr schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserer Fachsendung im Format Kolloquium. Heute habe ich wieder vier Gäste und es ist wieder eine ganz besondere Ehre, wenn man solche vier Gäste aufs Mal auf einer Bühne hat. Nicht jeder einzeln für sich, sondern alle miteinander. Ganz großes Kino heute. Dr. Med. Dietrich Klingert ist heute wieder da. Die Frau Dr. Med. Anna-Katharina Tschocke, herzlichen Dank. Die Frau Dr. Med. Petra Wiechel und der Lothar Hirneisen. Und ich kenne euch alle vier schon, ich habe mit euch allen Sendungen schon einzeln gemacht und deshalb ist das folgende Thema, wo wir miteinander anschauen, absolut euer Thema, ich weiß das auch, denn wir haben uns entschieden, ein Thema zu machen, was wäre, wenn der Sinn des Lebens sich nicht in Reichtümern messen lässt. Und deshalb möchte ich da mal ein bisschen in die Spiritualität reintauchen, weil ich weiß, das ist so auch bei euch Vieren eine grundsolide Basis. Bist du Reichtümer? Was ist für dich Reichtum? Ich liebe es, die Wörter von ihrem Ursprung her anzuschauen. Mhm. Und wenn man das Wort Reichtum nimmt, da ist das Reich drin. Das kommt aus dem gotischen Rix, also was die Endung Friedrich und Heinrich und sowas auch mit sich gebracht hat. Und hat im Keltischen die ähnliche Endung für König. Also es ist eigentlich vom Urverständnis, ist das der Reichtum das, was das Reich ist. Und da denken wir natürlich schnell an einen Despoten, ja, wie wir das in der Gegenwart so um uns in der Welt haben. Aber der König ist ja eigentlich wie im Märchen derjenige, der väterlich den Rückhalt gibt, die Fürsorge für sein Volk hat. Nur ist Reichtum bei uns heute ja vielfach materiell verstanden und von außen betrachtet. Man sagt ja selten von sich, ich bin reich. Man sagt, der hat ein Auto und Yacht und Rolex und 500.000 Euro hat die Gürtelschnalle gekostet. Also man guckt so von draußen drauf. Und dann wird der Reichtum oft mit einem Machtanspruch verwechselt oder verknüpft. Also das, diese Verknüpfung zwischen Reichtum und Mächtigkeit, Herrschaftsanspruch, die ist in unserer Gesellschaft ziemlich dicht. Ich habe neulich jemanden gesprochen, der erzählt, der hat einen Autoaufkleber gesehen. Sei nett, ich bin reich. Das ist so die überspitzte Form von hier, benimm dich, weil ich bin mächtiger als du. Und ich glaube, das ist, können wir vielleicht dann nachher gucken, aber erstmal Reichtum in der Gegenwart ist relativ negativ besetzt, weil wir es so äußerlich betrachten. Mhm. Und Reichtum ist aber, wenn man jetzt wieder aufs Märchen guckt, etwas, am Schluss steht immer, und sie kehrten zurück in ihr Reich. Das heißt, dann kann man gucken, was ist denn eigentlich mit Reichtum gemeint? Reichtum ist der eigene Raum, da wo man selber der König seines Reiches sein kann. Das wäre jetzt schon mal so ein bisschen der Bogen geschlagen von dem, wie es heute oft betrachtet wird, nämlich so diese äußeren materiellen Dinge, die Uhr, das Auto und eigentlich der innere Reichtum, wo ich als Mensch mein Reich habe und wo ich eigentlich euch mal ermutigen würde, mal so innerlich zu sagen, ich bin reich. Also die meisten Menschen trauen sich das nicht zu sagen, weil das ja schon so negativ ist. Ich bin reich, klingt schon so fast ein bisschen anrüchig. Aber das dann mal auszusprechen, ich bin reich, ja, ich bin reich, ich habe Begabung, ich habe Talente, ich kann lächeln, ich kann die Sonne anschauen und den Mond. Ich bin glücklich. Vielleicht bin ich dann auch glücklich, aber dieses Wort reich einfach mal auszusprechen, um zu spüren, was es mit einem macht, wenn man sagt, ich bin reich. Weil die meisten Menschen haben es negativ assoziiert. Die trauen sich dann nicht, ja, Reichtum, dann werde ich von den anderen beäucht. Reichtum kann ja auch Angst machen, den Reichtum zu verlieren. Dann hat man das mit Besitz verwechselt. Nicht? Aber die, so die ursprüngliche Bedeutung von Reichtum ist eigentlich so der König, die Königin im eigentlichen Reich, im eigenen, in der eigenen Welt zu sein, auch im eigenen Körper. Und das dann idealerweise nicht so von äußerlichen Kriterien abhängig gemacht, sondern innerlich betrachtet. Ja, großartig. Ja, sehe ich auch so. Petra? Naja, ich kann dem gar nichts mehr groß hinzufügen. Yes, das ist so schön auf den Punkt gebracht, woran unsere Welt ja eigentlich krankt ist, dass es uns noch um wirkliche Werte geht. Und ich glaube, ich habe so die Tage jetzt auch dran gedacht, 63 Jahre alt werden zu dürfen und nicht eine Nacht
Sorge zu haben, jetzt nicht in Frieden schlafen zu dürfen. Ich finde, dafür hat sich das ist was kaum jemand auf dieser Welt vielleicht sagen kann, dass man so dieses Urvertrauen hat, alles ist gut, dass man in einem Frieden lebt, das steht über allem. Und wie reich sind wir? Und wie oft beklagen wir den Mangel oder lechzen nach irgendwelchen Dingen? Ich kann da gar nichts hinzuzufügen, weißt du, weil dieses Weltbild dessen, was das Leben wirklich braucht, ich glaube, das müssen manche Menschen erst erfahren. Sie werden durch die Gesellschaft so ständig ins Außen katapultiert und meinen ständig, sie müssten anders aussehen, sie müssten jünger bleiben, sie müssten und haben überhaupt keinen Bezug mehr zu sich selbst und beklagen den Mangel und dennoch ist so viel Fülle da. Und ich glaube, wenn wir das auf sehr wesentliche Punkte in unserem Leben beschränken, dessen, dass wir uns bewusst sind, schon diese vielen Jahre in einem Frieden zu leben, dann sind wir unglaublich reich. Aber hast nicht du mir mal das gesagt, da du aus dem Schwäbischen kommst, du brauchst ein Haus und schaffe Häusle bauen, dass man eigentlich von klein aus eigentlich genau diese Denkweise nicht mitkriegt, ja, die Wiege. Das ist ja das gesellschaftliche Problem. Genau. Klar. Und ich meine, da fragt man sich, was heißt wirklich glücklich sein? Was ist der Sinn des Lebens? Was bedeutet glücklich sein? Also ich habe bei Krebskranken ja gesehen, die finale also Diagnosen hatten, also die Fosse-Diagnosen, dass die wieder gesund geworden sind, wenn sie sehr glücklich waren und wenn sie sogenannte Systemsprünge, wie wir das nennen, gemacht haben. Was bedeutet das? Wir alle leben in Systemen, unsere Familie, unsere Ehe, unser Beruf, unser spirituelles Leben, unser soziales Leben und unser monetäres Leben, das muss man gehört genauso, unser sexuelles Leben und so weiter. Und wir schauen zum Beispiel mit unseren Patienten, schauen wir alle diese sogenannten Systeme an, in denen die leben. Weil unsere Erfahrung ist, wenn ich in einem System sehr unglücklich bin, dann wirkt sich das sehr negativ auf alle Systeme aus. So ungefähr wie wenn deine Blase voll ist und du sitzt im Kino. Du kannst selbst den neuen James Bond nicht genießen, wenn deine Blase voll ist. Weil das über alles sozusagen einen negativen Touch legt. Und was bedeutet das für mich? Ich habe diesen Reichtum eigentlich mit Happiness, das ist so mein Wort, oder Double Happiness aus dem Chinesischen, mit glücklich sein. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Und da habe ich ja auch gesehen, weil ich ja auch etwas älter bin inzwischen, das verschiebt sich, dieses Happiness, ja? Also zum Beispiel das Monetäre. Mir war es schon immer sehr wichtig, ein schönes Auto zu fahren, genügend Geld zu haben und auch mal First Class fliegen zu können. War mir sehr wichtig. Heute merke ich, ich brauche gar nicht mehr so viel Geld. Höchstens noch für gutes Essen oder irgendwas. Aber ich brauche nicht mehr, was weiß ich, was ein 100.000 Euro Auto. Das sind alles Dinge, die jetzt nicht mehr wichtig für mich sind. Ja? Aber dafür sind andere Dinge, also mein spirituelles Leben, ist jetzt auf einmal viel wichtiger wie vor 20 Jahren. Und für mich der Oberbegriff ist im Grunde genommen glücklich sein. Was bedeutet das? Und dafür schaue ich mir immer diese, so wie ich es mit Krebspatienten mache, auch bei mir selber, meine Systeme an, in denen ich lebe. Also mein Beruf, meine Ehe, meine Tiere. Wo lebe ich? Ja, ich bin gerade umgezogen. Das bedeutet, also das macht ja was mit einem. Ja. Und da fokussiere ich mich drauf. Ist das ein seelischer Reifeprozess, den man durchleben muss über die reine materielle, irdische Betrachtungsweise in ein Alter rein, wo man dann plötzlich alles wieder loslässt? Was wäre, wenn die Jugend eigentlich schon anfängt mit diesem Bewusstsein, dass eigentlich Materie nur ein sehr nett ist, nützlich ist, aber nicht ihr mich der Untertan mache? Also ich beneide junge Menschen, die schon so weit sind, wie ich es heute erst bin. Immer wieder treffe ich mal junge Leute, die wirklich, denke ich, Scheibenhonig, hatten die ein Glück? Wo haben die das jetzt von den Eltern oder von Freunden oder woher? Ich habe es nicht. Ich habe eine schwäbisch-christliche Erziehung genossen mit Sparen und hart arbeiten und was weiß ich was. Mir hat keiner gesagt, dass diese Art von Glücklichsein okay ist für mich. Habe ich nicht gelernt, ja? Also ich beneide junge Leute, die da schon so weit sind. Da kommt ja wieder das Menschenbild rein, mit dem wir aufgewachsen sind. Und dieses tote Menschenbild, dieses materielle Menschenbild, was uns anhängt aus der Vergangenheit der letzten 120 Jahre mindestens, dass wir nicht gelernt haben, im Fließgleichgewicht zu sein, was man ja sehr schön am Mikrobiom jetzt zeigen kann, da haben wir schon öfters drüber gesprochen in unseren Sendungen,
dass diese Vorstellung, dass der Mensch im Fluss ist, was er ja ist, wir nehmen Nahrung auf, wir scheiden aus. Und das heißt, wir sind ein Durchflusssystem, wir sind im Fluss. Und wenn man jetzt unseren Reichtum betrachtet als die Fähigkeit, durchfließen zu lassen, dann kann man auch dahin kommen, dass man vielleicht, wie das ja die neuen Konzepte sind, nicht ein eigenes Auto braucht, sondern Carsharing macht. Weil man das nur dann braucht und dann kann man es auch wieder laufen lassen. Oder man gibt die Dinge, die man nicht braucht, weg, anstatt sie zu horten. Also ich oder wir alle sind ja so ein bisschen die Kinder der Nachkriegsgeneration und da war so viel Mangel, dass man alles, was man hatte, besser behalten hat. Wer weiß, ob es das wieder gab. So. Und jetzt dahin zu kommen, ich brauche es gerade nicht, ich gebe es dem, der es braucht. Also so in den inneren Fluss zu kommen und dass Reichtum nicht das Anhäufen von Besitz ist, sondern Reichtum die Menge an dem, was ich empfangen und weitergeben kann. Ja, eine ganz andere Vorstellung von Reichtum, für die ich aber erstmal dieses Bild der Möglichkeit des Durchflusses brauche. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir in allen unserer Vorstellungen des Planeten Erde und von uns selbst und von Pflanzen und Tieren wieder in diesen Fluss kommen, diesen Kreislauffluss, der uns überhaupt das Denken ermöglicht, etwas aufzunehmen und etwas abzugeben. Und die Freude, die man hat, wenn man etwas teilt und das Erlebnis, was vielleicht jeder von uns mal hatte, dass wenn man etwas jemandem gegeben hat, der es braucht, was man nicht so ganz gern hergegeben hat, gibt es ja auch. Dann gibt man was ab und opfert man sich so ein bisschen, auch gibt es her und am nächsten Tag schenkt es einem einer wieder. Ja? Dieses Erlebnis, das muss man einfach mal gehabt haben, dass das, was man braucht, wieder zu einem kommt. Schwupps, so mal eben. Und dass das dann ein innerer Reichtum ist, diese Freude, die man hat, dass man vielleicht erst punktuell, aber dann so zur Lebensphilosophie sich machen kann, dass man versorgt ist. Also dieses, was du so als wertvoll hingestellt hast, dass wir geborgen sind, dass wir versorgt sind, dass wir geschützt sind, das ist ja in der Gegenwart etwas, das sind Qualitäten, die sehr bedroht sind durch die Welt, in der wir leben, durch das, was an uns herangetragen wird, an Ängsten und so, wo wir gesprochen haben. Nicht? Und dieses Gefühl der Geborgenheit in dem Empfangen und Geben zu geben, in dem Wissen, dass wir eines Tages ja sowieso nackig im Sarg liegen und nichts mitnehmen können, außer unsere Seelenlebenserfahrungen und diesen Reichtum, den wir in der Seele durch die Erfahrung, durch das Teilen, durch die Mitmenschlichkeit und Was ist das Ziel des Lebens, seelische Reife zu erlangen? Also der Reifungsprozess? Ich glaube, dass der Sinn des Lebens ganz viel mit Sinnen zu tun hat. Ja, dass der Sinn des Lebens auch was Sinnliches ist, nämlich mit sinnlicher Wahrnehmung zu tun hat, mit den Ohren, mit den Augen, mit dem, wie ich die Welt erfahre. Und dass das ein Reichtum ist, der in mir, wenn man sagt arbeitet, ist es eigentlich kein schönes Wort, da können wir ein schöneres Wort für finden, ja? Der in mir Bewegungen auslöst, der Verwandlungsprozesse auslöst, trifft auf mein So-Sein, auf alles, was ich mitgebracht habe aus der Urerinnerung meines mir nicht bewussten Daseins und was dann wieder was anregt in Prozesse, in Bewegungen, in Gesten, in Reisen über die Erde, in Erfahrungen. Und ich glaube, dass das der Reichtum ist, den wir nachher mitnehmen, wenn wir unseren Körper wieder ablegen und als Seele wieder in die Anderswelt, wie der Kelte gesagt hat, weiterziehen. Und das ist ja eigentlich eine Gnade, dass wir nicht wissen, was vorher war und was danach ist. Finde ich auch ganz sinnvoll, dass man erstmal so den Überblick versucht über seine Lebensjahrzehnte. Das ist ja mehr als genug, dass man da nicht groß rumwühlt. Aber dass man weiß, oder vielleicht vom Bewusstsein des Todes her reicher leben kann. Ich kenne durchaus reiche Menschen, Millionäre oder mehr, und die wenigsten von denen sind wirklich von Herzen so glücklich, dass sie sich reich anfühlen. Weil man kann so viel besitzen, dass der Besitz einen besitzt und nachher hat man nur noch die Angst, dass da was verloren geht oder dass man nicht mehr so reich angesehen wird. Und als Arzt hat man ja dann so Menschen dann mal vor sich sitzen in ihrer Bedürftigkeit und merkt, das ist ein ganz schlichter Mensch eigentlich. Und ich glaube, die Möglichkeit, die wir haben, ist gerade Menschen, die krank sind, an ihren eigentlichen Reichtum wieder zu erinnern, was du vorhin mal angesprochen hattest. Wo ist der eigentliche seelische Reichtum, der sich entfalten möchte und sich nie entfalten durfte? Jemand, der immer Trompete spielen wurde und vom Vater gesagt kriegt, das ist alles blödes Zeug. Ne? Der kann dann meinetwegen mit 60 anfangen, Trompete zu spielen. Meine Oma hat mit über 70 angefangen zu malen. Ja?
Dann wurde ein Seniorenmalkurs in Köln gegründet zum ersten Mal vor Jahrzehnten, weil sie unbedingt malen lernen wollte mit 74. Ja, sie ist dann 99 geworden, dann haben wir uns gegenseitig gemalt. Es gibt kein Alter, was zu spät ist, um irgendein Reichtum zum Vorschein zu bringen. Also das ist für mich ist Reichtum sowas wie innere Quellen freilegen. Ich komme nicht hinterher, diese weißen Sätze, die du gerade einfach so rauslässt, aufzuschreiben. Das ist so die schön. Gerade aufgezeichnet. Das war ja verrückt. Aber ich möchte mal unseren Dienstältesten hier in der Runde fragen, was aus deiner Sicht, deinen Sinn des Lebens, was hast du gelernt? Ja, ich möchte gerne mit dem Reichtum anfangen, oder? Weil es hat schon bei mir was ausgelöst und habe nachgedacht, wo kommen meine Vorstellungen von reich sein oder arm sein her. Und wollte mal, ich bin ja auch als Christ aufgewachsen und es gab am Tempel in Jerusalem so eine Stelle, wo ja, nur Fußgänger durchpassten, aber kein Kamel, oder? Das hieß das Nadelöhr, da gibt es oft unter dieser Spruch in der Bibel, oder? Von Jesus, oder? Der hat ja sehr mit Bildern gearbeitet in seinen Vorlesungen und in dieser Vorlesung wurde gesagt, es ist leichter für ein Kamel durch diesen Engpass durchzugehen, als für einen reichen Mann in den Himmel zu kommen, oder? Da war schon für mich so eine Prägungsvorstellung, schon mit 6 oder 7, als ich zum ersten Mal gehört habe, dass Reichsein eigentlich was Schlechtes ist, oder? Mhm. Dieser Gedanke. Und jetzt auf der anderen Seite, eins von unseren 10 Geboten, oder? Du sollst keinen anderen Gott haben außer mir, was auch immer. Und heute die Beobachtung, oder dass Gott eigentlich für viele junge Leute ersetzt ist durch die Reichen, oder die tollen Schauspieler, die Milliarden oder Millionen verdienen, oder Bill Gates, der auf Milliarden sitzt, und dass diese Leute oft angesehen werden, gottähnlich angeschaut werden, gerade von den Jugendlichen, oder dass Gott irgendwie ersetzt ist durch die Reichen. Und das macht mir schon viel Gedanken so in der Vergangenheit. Und was meine eigene Lebenserfahrung ist, oder das echtes spirituelles Wachstum kann immer nur dann stattfinden, wenn man sein eigenes Leben schon mal in Ordnung gebracht hat. Dass man weiß, wo man wohnt, dass man weiß, welche Gemeinschaft, wem man angehört, wer der Partner ist, mit dem man ist, wer die Freunde sind, die man hat. Aber da gehört eben auch dass die finanzielle Sicherheit dazu, die wir, glaube ich, alle einigermaßen haben mit Phasen, wo es mir nicht so sicher ist. Aber ich habe ja den umgekehrten Weg gegangen, oder ich bin mit 25 nach dem Medizinstudium nach Indien gegangen, oder für 3 Jahre, und habe nur noch meditiert und habe dann gesehen, dass dann eine bestimmte Grenze ist, die ich nicht überschreiten kann, weil ich zurück musste und erstmal mein eigenes Leben in Ordnung bringen. Und dazu gehört eben auch die finanzielle Sicherheit. Und das ist, glaube ich, was man unterscheiden muss von Reichtum, oder? Dass finanzielle Sicherheit, das heißt, dass das Überleben gesichert ist, oder? Dass das ein wichtiger Punkt ist und dass man selber einschätzt, okay, was brauche ich dafür? Und dass man dieses Ziel erreicht. Und erst auf dieser Grundlage kann man wirklich meditieren und innerlich im Frieden sein? Das ist also für mich sehr klar geworden in meinem eigenen Leben. Dass, natürlich kann es für manche Leute sein, okay, ich brauche gar kein Geld, ich kann auf der Straße leben und betteln. Bin ich in Indien, habe ich viele Leute persönlich kennengelernt, für die war das genug. Und sie waren aber da sicher drin, dass Gott sie unterstützt und dass es immer genug geben wird. Ja. Vertrauen, ja. Dieses Vertrauen habe ich nicht. Ich habe, wie viele von euch auch, hart gearbeitet. Jetzt nicht unbedingt, um reich zu werden, sondern weil mir die Arbeit Spaß macht. Oder? Aber schon immer, wenn es immer wieder Krisen gab, bei mir gab es die schon auch, wo ich nicht wusste, wie ich meine nächste Miete bezahle. Und kenne diese Phase und weiß, dass wenn ich in Panik gerate, weil ich nicht weiß, wo ich jetzt mein nächstes Essen herkriege, und habe vielleicht auch bewusst diese Phasen durchgemacht, um das kennenzulernen, dann weiß ich, in diesen Momenten war es mir nicht möglich, zu meditieren und mit Gott Kontakt aufzunehmen, sondern da war dann irgendwie, okay, wo kriege ich jetzt, was mache ich jetzt, oder? Und es ist, glaube ich, schon wichtig, das mal anzuerkennen, dass es auch, was Reichtum angeht und spirituelles Wachstum,
dass da schon ein Zusammenhang ist, den ich nennen würde finanzielle Sicherheit und spirituelles Wachstum. Spirituelles Wachstum ist sehr viel einfacher, wenn man sich finanziell gesichert fühlt. Ja, ich verstehe das. Obwohl ich jetzt auch gute Beispiele kenne von Menschen, die alles hatten und alles verloren hatten. Am Schluss waren sie auf der Straße und haben Depots von Pfandflaschen eingesammelt. Und plötzlich haben sie in sich eigentlich etwas entdeckt, nämlich ein Verständnis, was Leben ist. Und wenn man beide Seiten gesehen hat, kann man das... Und daraus ist ein spiritueller Lehrer erwachsen, der für mich unfassbar authentisch ist, weil er nicht eine Scheinheiligkeit lebt, sondern er hat es erlebt. Das gleiche Beispiel ist ja zum Beispiel auch aus dem Buddhismus der Buddha, wie man so schön sagt, oder? Der hat doch auch alles. Aber da ist eben wichtig, der spirituelle Wachstum bei den Leuten, erst den Reichtum kennenzulernen und das Leere im Reichtum zu erkennen und dann weiterzugehen. Wir sehen es bei den ganzen Gurus, oder? Die toll Meditation alles und heilig und alles, aber hatten nie eine eigene sexuelle Entwicklung mitgemacht und scheitern dann letztlich daran, dass sie dann ihre Schüler missbrauchen sexuell oder nur noch besetzt sind von dem Gedanken, wo kriege ich den nächsten Sex her? Und was das Spirituelle angeht, für mich ist es wichtig, diese Entwicklung durchzumachen, die sexuelle, erotische Entwicklung durchzumachen und zu sehen, dass es begrenzt ist, der Weg zu Gott, den man damit gehen kann, auch mit Tantra und in allen Methoden, die es gibt, dass es da eine Decke gibt, wo es nicht weitergeht, oder? Und den finanziellen Reichtum kennenzulernen, ist wichtig auf dem spirituellen Weg und es hinter sich zu lassen. Aber ohne diesen Weg zu gehen, haben wir bei den Gurus gesehen, die diesen Weg nicht gegangen sind, sondern nur noch heilig waren und dann plötzlich besetzt waren vom Geld. Eben oder? Doch, ja. Weil sie diesen Weg nicht durchgemacht haben. Das Gleiche gilt für Macht über andere, oder? Dass auf dem spirituellen Weg es, glaube ich, schon wichtig ist, auch Macht kennenzulernen, Macht zu missbrauchen und nicht zu missbrauchen. Und es sind bestimmte Phasen, die wir als Seele durchmachen müssen, meiner Meinung nach. Und wo manche von uns, die schon ein bisschen weiter auf dem Weg sind, können zurückschauen und sagen, ja, habe ich gemacht und hat begrenzt funktioniert und ja, das habe ich auch gemacht und kann andere sehen, die jetzt in verschiedenen Phasen auf dem Weg sind und mit Macht besetzt sind oder mit dem Gedanken, mit Geld reich werden zu wollen, besetzt sind und dann weiß ich schon, wie das ausgeht, oder? Okay, wahrscheinlich werden sie es schaffen und dann in dem Erkennen, dass das, wonach sie suchen, da drin nicht enthalten ist, sondern dass das was anderes ist. Also da, ich sehe schon, dass das Menschliche, bei manchen ist dieser Weg kurz, oder? Kurz diese Dinge anklinken und sagen, ja, okay, war gut, lasse ich hinter mir. Und bei manchen geht es ein bisschen länger und ist ein bisschen ausgeprägter. Ich glaube, das ist, also ich halte es für wichtig, dass so für unsere Zuschauer jetzt auch man sich vielleicht fragt, wo ist mein eigener Reichtum? Weil wir sind in einer Kultur, wo immer auf den Mangel geguckt wird, auf das Budget ist gestrichen, das Geld fehlt und sowas. Und immer wenn man auf den Mangel guckt, dann wird der Mangel immer größer, weil man die ganze Aufmerksamkeit da reingeht. Und diese Kultur, den Reichtum wirklich zu suchen, ich habe 3 Schlafanzüge vielleicht, dann bin ich reich. Also ich war in Benin mit den effektiven Mikroorganismen, musste ich jetzt dran denken, während du da so sprachst. Und da gibt es dann den Kochtopf auf dem Feuer mit Mais und sehr einfache Verhältnisse, das Leben auf dem Boden, keine Elektrizität, also alles, was wir hier so haben, gibt es nicht. Aber dieser Reichtum des Herzens, dieser Menschen, die Mitmenschlichkeit, dieser Reichtum an Lebenssinn und Freude, der war so überbordend. Ich bin nach Hause gefahren und habe gedacht, wer ist denn jetzt eigentlich reich? Wir denken, wir seien materiell reich, aber der Reichtum, den ich da erlebt habe, der zwischenmenschliche Reichtum, das, was in den Augen funkelt, wenn man den Menschen begegnet, der war mir so viel menschlicher. Und die haben keinerlei finanzielle Absicherung. Also die haben vielleicht auch nicht den Anspruch, den wir da haben. Und ich glaube, dass es für unsere Kultur hier in Mitteleuropa wichtig ist, dass wir Reichtum neu definieren. Dass wir wegkommen von diesem Blick aus dem materiellen Reichtum hin zu dem Empfinden von einem inneren Reichtum. Weil ein innerer Reichtum auch dazu führt, dass man materiell nicht so viel braucht. Und wir wollen ja alle mit dem Ressourcenverbrauch ein bisschen runtergehen.
Ich habe letzte Woche dann von jemandem da in der Nachbarschaft gehört, dass die Familie ins Disneyland gefahren ist übers Wochenende. Ich habe erst mal gar nicht kapiert, Disneyland, wo ist denn das hier in der Nähe? Ja, das ist in Paris. Da sind die übers Wochenende mal nach Paris zum Vergnügen. Die ganze Familie mit Freunde, Familie, also zwei Autos voll Leute, fahren zum Wochenende zum Vergnügen nach Paris ins Disneyland, weil das irgendwie gerade ein bisschen billiger war als Phantasialand um die Ecke. Da schüttle ich mich und denke, wo sind wir dann? Und welcher Mangel ist da, dass man so eine Ressourcenvergeudung auf sich nehmen muss, um sich ein schönes Wochenende zu machen? Ja? Und das würde man sparen, wenn jetzt ein innerer Reichtum daran bestünde, dass man draußen mit den Kindern unterm Kastanienbaum und mit Kastanien Tiere bastelt. Ja, ich überspitze das vielleicht jetzt, ja, aber das haben wir gemacht, als wir klein waren. Wir haben mit Eicheln und Kastanien den ganzen Zoo aufgebaut. Das war ein wunderbarer Reichtum für uns. Und wenn wir in die Welt gucken, in der wir heute sind, dann ist wichtig, diesen Reichtum eben wieder zu entdecken, der keine Ressourcen vergeudet und der ein innerer Reichtum ist, wirklich ein inneres Füllegefühl, aus dem man dann auch gerne wieder teilt. Also das ist, wäre mir eine wichtige Anregung so für die Menschen, die uns jetzt heute zuhören, weil jeder, der sich reich fühlt, wird ja auch gesünder. Ja, wenn ich das Gefühl habe, ich lebe im Mangel, der ist reich, der hat das und das und das, ich vergleiche mich mit dem und dann fühle ich mich arm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich krank werde, sehr viel größer, als wenn ich mich reich fühle und mit Freude durchs Leben gehe. Also so eine Art Vorsorge, medizinische Vorsorge in Suchen des eigenen Reichtums. Wo ist mein Reichtum? Vielleicht liegt mein Reichtum ja daran, dass ich die alten Eltern pflege. Das ist ja auch ein Reichtum. Und dazu muss man aber wiederum seine Bedürfnisse spüren können. Bedürfnisse sind auch ein Reichtum, wenn man sie nicht als Defizit empfindet. Also der Sinn des Lebens ist auf jeden Fall ein innerlicher. Und glaube ich, wir leben zwar in den äußeren Welten, wir brauchen die Materie, um uns hier als Menschen zu erfahren, aber davon können wir ja nichts mitnehmen. Ich hatte kürzlich eine Tochter eines Lamas, eines tibetischen Lamas bei mir, die Dechen Jak Daksai, eine Mantrasängerin. Und die hat mir gesagt, der Sinn des Lebens besteht darin, gutes Karma aufzubauen. Das kennen wir ja jetzt im Christentum vielleicht ein bisschen weniger, aber ich fand den Ansatz bedeutsam. Die ganze Welt wäre doch eine andere, hätten wir alle in Urvertrauen das Wissen, dass alles, was wir in irdischen Zeiten machen, auf uns zurückkommt. Ich habe ein Karma-Konto, ich zahle ihm ein. Ja, seit vielen Jahren. Mit welcher Währung? Mit einem Gutschein. Ich glaube nur, wenn ich das kurz sagen darf, ich glaube noch nicht einmal, wie sehr viele Buddhisten oder Hindis glauben, dass es erst im nächsten Leben belohnt wird. Ich glaube, dass wir mit unserem Karma-Konto schon in diesem Leben belohnt werden. Also ich habe zumindest, wenn ich mein Leben anschaue, natürlich gibt es da rauf und runter wie bei allen, aber ich glaube, dass ich jetzt hier schon belohnt werde, dass ich die letzten 60 Jahre so gut war. Also Karma-Konto, ja, da bezahle ich permanent ein Jahr. Aber das finde ich echt schön, oder? Ich meine, wenn dieses Gedankengut sich in uns festigt, Ursache-Wirkungsprinzip. Ja, das sind ja auch hermetische Gesetze, die wir eigentlich alle irgendwo mal gehört haben. Dass behandle Menschen so, wie du selbst behandelt wirst. Und es ist ja, das höre ich immer wieder schön von dir, auch heute wieder, es ist doch so schön, jemand anderem eine Freude zu machen. Und nicht nur das, also bei mir ist es nicht nur in diese Richtung, also dass ich sage, ich muss was Gutes tun, damit ich Karma-Punkte bekomme. Es wird nach Punkte abgezogen. Ja? Das heißt, wenn ich mal wieder in eine Situation komme, wo ich vielleicht was nicht so Nettes tun könnte, dann denke ich an mein Karma-Konto und dann weiß ich, nee, lass es lieber, weil das würde dich jetzt ein paar Karma-Punkte kosten. Ja? Und es zwingt mich in Anführungsstriche vielleicht auch ein besserer, im christlichen Sinne jetzt ein besserer Mensch zu sein. Das ich kann für nur mich sagen, bei mir funktioniert das fantastisch gut. Das wäre für mich ein fürchterlicher Über-Ich-Stress. Da ist ständig einer der Karma-Punkte positiv, Karma-Punkte negativ. Ich versuche. Ein Engel, ein Engelchen und ja. Teufelchen auf der Schulter, ja. Die reden miteinander und am Schluss entscheidest du dich sowieso für den Engel, oder? Ich bin in meinem Leben immer auf der Suche nach dem inneren Weg, weil diese ganzen äußeren Dinge so die Gefahr bergen, dass man sich nach außen richtet, um da gut zu sein. Und das habe ich in meiner Kindheit reichlich praktiziert, eigentlich für meine Begriffe auch ein bisschen zu viel praktizieren müssen.
Und das ist sicher biografisch von Mensch zu Mensch eben verschieden, was man dann später vielleicht anders macht, als man es die ersten Jahrzehnte schon machen musste. Aber so wie ich den Menschen, die jetzt mit dem Mikrobiom Interesse haben, sage, ja, spür mal raus, wo dein wahrer innerer Appetit ist. Das ist ein längerer Weg, den inneren Appetit zu finden. So denke ich, dass das, was man wirklich aus innerer Freiheit, aus dem Impuls, der so wirklich von innen dann kommt, tut, ist nochmal was anderes als das, was ich tue, was wir ja auch in den christlichen Geboten also im Alten Testament quasi hatten, dieses Gebotsprinzip, das wir eigentlich ja hinter uns gelassen haben. Und also ich sehe es für mich mehr als Aufgabe, wirklich mich frei zu machen, also mich so auszupacken, Entwicklung, als ich wickel mich aus. Ich wickel die ganzen Schichten aus, die verhindern, dass von innen die spontanen Impulse kommen, weil ich das tiefe Vertrauen habe, dass in jedem Menschen zu innerst dieser göttliche Lichtfunken sowieso die pure Liebe ist und es nur darum geht, zuzulassen, dass die strömen kann. Und dazu muss sie halt ausgepackt werden. So, wir haben ja so viel Deckel im Leben draufgekriegt und kriegen die alle naselang wieder. Und ich fand es fürchterlich, jetzt die letzten Jahre zu erleben, wie dieses Ausmaß von Vorschriften über die Menschen drüber gestülpt wird und wie zu beobachten ist, wie diese ganzen Vorschriften die Menschen jetzt wieder genau in diese Über-Ich Achtung bringen, das muss ich beachten, das muss ich beachten und völlig ablenken von dem, was an eigentlichen Impulsen aus dem Inneren der Seele zu Ausdruck kommen möchte. Du weißt, was ich meine, ne? Ja, mir sind auch noch zwei Gedanken gekommen. Das erste ist, ich habe ja auch sehr, sehr viel Menschen in den letzten Stunden begleiten dürfen und wenn sie dann so Rückblick halten, dann ist es nicht, ich konnte den größten BMW fahren, ich habe die Welt gesehen. Dann kommt manchmal so viel Bitternis, ach, hätte ich mich doch mit meinem Sohn versöhnt oder hätte ich doch nicht diese Entscheidung in meinem Leben getroffen und damit andere Menschen verletzt. Und ich glaube, Reichtum ist auch so, also wenn du mich fragst, was ist reich, dann sage ich, unbelastet sein zu dürfen. Unbelastet heißt, eine Zufriedenheit zu leben. Und Zufriedenheit setzt ja auch wieder voraus, dass ich mit dem zufrieden bin, so wie es ist. In Frieden. Und im Frieden sein. Und für mich tief persönlich ein Sinn des Lebens zu bestimmen ist, die Liebe, die ich erhalte, weiterzugeben und dafür Sorge zu tragen, dass das Morgen noch eine Chance hat zu leben. Dass ich mich hier und heute und jetzt mit dir und euch gemeinsam eine Welt erschaffe, die auch für das Morgen verantwortungsvoll weitergegeben wird. Und da wird mir natürlich im Moment, habe ich eine ziemliche Sorge, wenn alles wir so denken, dass wir in 10 Jahren bei 2 Grad sind und wenn ich sehe, was wir Plastikmüll abschöpfen und wir sind eine Generation, die hat auch diese 60 Jahre da mehr oder weniger bewusst und unbewusst so beigetragen. Aber ich glaube, Reichtum ist dieses, mit mir selbst in einem großen Frieden sein zu dürfen. Ich staune und bin so stolz, in dieser Runde mitsitzen zu dürfen, weil da so schöne Weisheiten, Lebenserfahrungen kommen und wir offen darüber reden, über unsere Gefühle und unsere Sichtweisen. Mhm. Es ist ja nicht immer so schick, sagt man ja früher, über dieses Thema zu reden. Dein Beispiel mit dem Einzahlen, das ist Handwerker, da kann ich gut mithalten. Das fand ich ganz, ganz toll. Ja, du wolltest gerade was sagen. Ich ein paar Sachen dazu sagen. Also einmal möchte ich ein bisschen Bert Hellinger mal ein bisschen hier reinbringen, der uns sehr, sehr gut beigebracht hat, wenn wir Dinge tun im guten Bewusstsein, wo wir das Gefühl, wir haben Gutes getan, dann kommt dieses Maß an, was wir als gut betrachten, kommt eigentlich aus unserer frühen Erziehung, die Religion, die Familie, die Glaubenssysteme, die uns da gegeben werden. Und wenn wir Dinge tun, die außerhalb von diesem liegen, können wir das nur aus diesem Bannkreis, können wir nur austreten mit Schuldgefühlen. Und das heißt, wenn wir dieses Gefühl von Schuld und Unschuld als Maß nehmen, bleiben wir immer in dem Familiensystem drin und können nicht weiter wachsen. Ja, das möchte ich mal sagen, es geht ein bisschen in deine Richtung, dass es was Tieferes gibt irgendwie in uns, wo wir, und da ist für mich irgendwie immer die Frage, okay, bin ich, wenn es Gott gibt, bin ich das Werkzeug von Gott
Und Gott hat irgendwie mit mir was vor, mich als Werkzeug zu benutzen. Und dann, was ist dieser Gottgedanke in mir? Ist es vielleicht das Tiefste in mir, was mich bewegt in bestimmte Richtungen? Oder ist es mein Selbst? Und dieser Konflikt manchmal zwischen dem, was in mir ist, was in eine Richtung will, und manchmal mein Kopf will in eine andere Richtung, rauszufinden, was ist der richtige Weg für mich, finde ich nach 72 Jahren immer noch schwer. Finde ich nicht einfach, diesen Weg zu finden. Und, was immer dieses gut sein wollen, oder? Das ist ja, das hat auch was Gefährliches in sich, ne? Das hat was Begrenzendes in sich. Und diesen Weg zu finden, finde ich immer noch schwer. Was mir dabei hilft, ich kenne das gut, diese Schwierigkeiten, ne, dieses Jonglieren, ja, und immer wieder Entscheidungen abwägen müssen und dann nicht sicher sein. Ne, und dann, also ich habe verschiedene Entscheidungskriterien. Wenn ich eine Entscheidung zu fällen habe, dann frage ich mich immer, vermehrt ist die Liebe oder vermehrt ist die Angst? Dann gehe ich, egal was mein Verstand sagt, in die Richtung Liebe. Ja. Und das zweite Kriterium ist, vermehrt ist Beziehung oder vermehrt ist Trennung? Und dann gehe ich in die Richtung, wo Beziehung gefördert wird, egal welcher Art. Und der Maßstab, an dem ich das ablese, ist für mich, oder wo ich mich wieder anbinde an einen Maßstab, das ist für mich ganz intensiv die Beziehung zur Natur. Der Boden, die Erde, die Bäume, die Blumen, die Vögel, der Schmetterling, die Eidechse, die hier die über die Felsen schwupps, hups, die Wespe, die kommt und ich merke nur, da streichelt mich irgendwas ganz Kühles, ich gucke hin, dann bläst da gerade eine Wespe so ein bisschen rum, ja, weil die Natur mit all ihren Wesenheiten ist ja etwas, was von uns so als Objekt rausgesetzt worden ist in den letzten Jahrhunderten und ist ja eigentlich etwas, was in tiefer Liebe mit uns verbunden ist und darauf wartet, dass wir dieses Angeschautwerden durch die Natur erwidern in diesem Liebesverhältnis und das ist für mich dann immer ein ganz schöner Resonanzboden, wo ich mich wieder finden kann und wo ich wieder weiß, wenn ich, also hier jetzt, hier im Ort ist ja wunderbar St. Maria oben mit diesem Felsen und dann steht man da und ist von diesen Berggipfeln umgeben und spürt, wie die Berge einen angucken und spürt den Felsen unter den Füßen und dann ist noch ein Vogel vielleicht und dann zu spüren, ich bin ein Kind dieser Erde, ich bin verbunden mit jedem Molekül dieser Erde, dann habe ich wieder den Maßstab, wo es lang geht. Das hilft mir dann immer sehr. Und das ist so wichtig, dass wir die Orte auch hüten und bewahren und pflegen, die solche Qualitäten haben. Wir müssten viel mehr Sendungen machen über ganz andere Themen mit dir. Das ist ja so schön, so schön. Darf ich mal fragen, jetzt ganz konkret, wenn wir von Karma reden und uns immer selbst reflektieren in den Dingen, die wir tun, muss man oder glaubt man dann zwangsläufig auch an Wiedergeburt? Dietrich, ist deine Meinung? Meine Meinung, meine Erfahrung ist, natürlich gibt es eine Serie von Leben, die wir durchleben. Sonst macht alles ja gar keinen Sinn, dass wir in einem Prozess von Evolution sind und dass diese begrenzten 70 oder 90 Jahre, dass wir am Ende die Weisheit, die wir gewonnen haben, gar nicht weitergeben können. Sondern dass sie irgendwo entweder in ein größeres Feld geht, was dann anderen zugänglich wird, was wir heute bei den Jugendlichen ja oft sehen. Habt ihr vorhin angesprochen, dass sie plötzlich mit einer Weisheit da sind, die 17-Jährigen, wo ihr denkt, wo haben die das plötzlich her, oder? Dass sicher das, was wir erarbeiten in uns und erleiden und erkennen und lernen, nicht verloren geht mit unserem Tod. Und trotzdem macht es Sinn für mich, dass es dann in einem späteren Leben aufgegriffen wird und weiterentwickelt wird. Ja, dass die Evolution insgesamt nach vorne geht und dazu eben auch die Reinkarnation ein wichtiger Punkt ist, der Sinn macht in der Evolution. Und von daher gibt es für mich keine Frage. Und ich arbeite natürlich auch in meiner Praxis damit und sehe, dass oft viel Heilung geschieht, wenn wir mit Leuten es schaffen, in ein Vorleben zu gehen und Dinge, die von dem Leben noch übertragen werden, ob die das Leben damit lösen können, dass dann plötzlich Wunder geschehen in der Praxis. Das ist für mich dann immer der Beweis, okay, das war jetzt nicht nur eine Theorie, sondern es war was ganz Praktisches, was einfach war und was einfach zur Heilung geführt hat. Und für mich ist das Maß von Wahrheit, ist alles, was heilt, für mich, was auch immer der Schritt war oder der dann zum Erfolg führt,
muss wahr gewesen sein. Oder ja, in dem muss was Wahres gewesen sein, was ich dann anschauen muss. Und mit Vorleben habe ich nun genug Erfahrung, dass es für mich wahr geworden ist. Erst ein bisschen experimentieren damit, mal gucken, ist da vielleicht was? Und dann, oh mein Gott. Und dann, wenn man einmal die Erfahrung macht und dann bewusst das zulässt, dass das in der Praxis passiert, dann passiert es eben immer öfter. Und trotzdem bin ich Bert Hellinger-Fan geworden, dass ich gesehen habe, alles, was wir früher als Karma betrachtet haben, kommt entweder aus diesem eigenen Leben, aus der frühen Kindheit, oder kommt aus der Familiengeschichte, wo viele Dinge, Traumata, ungelöste Konflikte aus der Familie plötzlich in meinem Leben auftreten und gelöst werden wollen. Und wenn ich die löse, löst es für die ganze, meine ganze Herkommen, löst es die Thematik. Ist das nicht wunderschön, dieses Gedankengut, dass man, das gibt doch innerlich auch, das nimmt doch auch die Angst vor einem angeblichen Tod, vor einem Ende, wenn man das in sich drin trägt, dieses Wissen, wie es du trägst, was auch meine Wahrheit ist, dann ist das einfach nur schön. Ich möchte ganz kurz ein Zitat bringen, wo mir der Professor Hartmut Schröder mal gesagt hat in einem Gespräch. Da hat er mir gesagt, wenn sich zwei Zwillinge im Bauch unterhalten, ob es echt ein Leben nach der Geburt gäbe, und der eine Zwilling sagt, keine Ahnung, ist noch nie jemand zurückgekommen, dann fand ich das einfach nur wunderschön für mein Bild im Kopf. Schöne Geschichte. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht den Fehler begehen, uns das, was nach dem Tod kommt, so vorzustellen, wie einfach eine Verlängerung des Lebens. Also ich lebe auch mit dem tiefen Bewusstsein und der Erfahrung, dass es davor was gab, dass es danach was gab. Ohne die Sehnsucht gezielt jetzt da wühlen zu wollen, was da hinten war, das halte ich für nicht gesund. Also, dass man jetzt dann blindlings guckt, was war da früher. Weil wir sowieso ja eine Gnade darin haben, dass uns das Bewusstsein für davor und danach genommen ist, damit wir ganz im Hier und Jetzt leben können. Und finde es dann wichtig, von einzelnen Situationen, wie du das beschrieben hast, wenn es dann einen unlösbaren Konflikt oder sowas gibt, guckt, wie ist diese Dimension da mit drin? Und dann bekommt es auch seinen ihm zugehörenden Platz. Mir tut es immer in der Seele ein bisschen weh, wenn ich bin tief christlich fundiert mit meinem Sein und habe aber einen Zugang zum Christentum, der weiter ist als das Übliche, ist jetzt ein bisschen Glatteis vom Vokabular her. Und dann tut es mir immer weh, wenn da so eine Ausschließlichkeit kommt, dass es unchristlich sei, sich vorzustellen, dass vor der Geburt und nach dem Tod schon Welten waren, welcher Art auch immer. Dabei ist es biblisch tatsächlich, es gibt Hinweise auch im Neuen Testament, die nicht anders zu deuten sind, also wo die Jünger sich fragen, ob Jesus gerade in seiner Erscheinung als wiedergeborener Elias oder sowas kommt. Das sind ja Hinweise daraus, dass damals das Bewusstsein auch dafür da war, dass es sowas gab. Ja, dass da, und die Kunst ist ja diese Vorstellung einer Vergangenheit mit der Gegenwart in eins zu bringen. Da sind wir wieder bei diesem Bild von dem Bach, wo ein Bach fließt und eine Welle macht. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal gebracht in unseren Sendungen auch. So ein Stein und davor ist eine Welle und das Wasser fließt entweder, also das Wasser fließt durch und bringt diese Welle. Und jetzt kommt es darauf an, gucke ich hin, da ist da eine Form. Oder gucke ich so, dann fließt es ständig. Das heißt, diese Gleichzeitigkeit von Fluss und Leiben und diese Gleichzeitigkeit von Vergangenheit und Zukunft, also von dem Konzept von Vergangenheit und Zukunft und dem Hier und Jetzt. Und das finde ich, ist so die Herausforderung, da im Gesunden, in der Mitte zu bleiben, mit dem Bewusstsein, ja, es gibt ein Geheimnis davor, es gibt ein Geheimnis danach und Menschen, ich gehöre auch dazu, die schon mal so kurz auf der anderen Seite waren zu Lebzeiten und wissen, aha, das ist ganz anders, als man sich irgendwie vorstellen kann, weil das ist eine andere Dimension. Nicht? Und deshalb ist es schwierig, hier in diesem irdischen Rahmen über das zu reden, was danach kommt. Aber die Offenheit zu haben und dieses Wissen zu haben, es geht weiter, ist etwas, was uns davor bewahrt, vor eine Mauer zu laufen. Weil diese Mauer macht ganz viel Ungutes im Leben von vielen Menschen. Diese Angst, da ist alles vorbei und dieser Druck, der dann einem entgegenkommt, von jedem Tag des Lebens, vom Tod her, und der einen eigentlich blockiert oder in Stress versetzt, jetzt muss ich gut sein, weil dann und so weiter. Also ich finde es ganz wichtig, mit diesem Bewusstsein zu leben. Das Leben ist ein Strom, die Seele
ist aus der Ewigkeit geboren, geht in eine Art von Ewigkeit, die wir nicht kennen. Die Bescheidenheit habe ich, dass ich weiß, keine Ahnung, so. Aber ich weiß, dass es weitergeht und damit ist der Tod relativiert. Ich muss dann nicht unter Druck gesetzt werden, nur weil der Tod droht. Verstehst du, was ich meine? Also wenn es Leben über die Geburt und den Tod hinausgeht, dann brauche ich keine Angst mehr zu haben vor dem, was im Leben passiert. Und da habe ich ja noch 10.000 Jahre, oder dann gibt es ja vielleicht keine Zeit, gibt es gar kein Zeitempfinden. Ja, das ist einfach eine völlig andere Qualität. Aber ich muss nicht um jeden Preis jetzt mich verjüngen, eine Anti-Aging-Kur machen und sowas, nur damit ich nicht auf den Tod zugehe. Ich möchte gern in die Abschlussfrage noch reintauchen, inwiefern dieses wunderbare Thema, wo wir jetzt da aufgegriffen haben und den Nährboden geschnürt haben, inwiefern sind unaufgelöste Dinge, die wir halt im Leben mittragen, als Rucksack nicht hinsehen wollen, letztendlich auch verantworten für den Ausbruch einer Krankheit? Da möchte ich gerne mal dich fragen, Petra. Ach ne, das sind ja nun Dinge, die wir tagtäglich beobachten, dass die wenigsten Menschen wirklich klären. Und dass es Dinge gibt, die sie vielleicht auch manchmal überhaupt nicht nachvollziehen können. Was ist geschehen, als ich Kind war? Oder du hast gesprochen von den Dingen, die in früheren Generationen stattfanden. Aber wir haben heute auch viel über Fließen gesprochen, über Resonanz gesprochen, über Zufriedenheit gesprochen. Das setzt es natürlich voraus, dass Menschen nicht mit einem riesen auch Konfliktpotenzial Jahre und Jahrzehnte leben. Das heißt, meine Wahrnehmung vom Leben wird immer meine Körperchemie verändern. Und es ist ziemlich, sag ich mal, es sind die Dinge, die wir heute alle sehr klar wissen. Und es ist auch unsere Aufgabe als Ärzte, Menschen genau auf diesen Ebenen mitzunehmen, um wieder Regulationsblockaden oder psychische Traumen oder, sag ich mal, durchlebte Ereignisse versuchen aufzulösen mit Hilfe oder auch sag ich mal, ich kann ja das, was geschehen ist, kann ich nicht ungeschehen machen. Aber das schlechte Wissen, das ja, aber das Aufriss. Ja, das meine ich. Und das eine ist das Bewusstsein, es ist geschehen, und das andere ist aber immer das Gefühl. Das aber bleibt dabei. Und das meine ich am Anfang mit Klärung. Wenn ich wenn mein Mann trinkt und ich gehe an diesem Trinken langsam zugrunde, dann kann ich ihn nur durch Liebesentzug wirklich erziehen. Ich muss mich entscheiden. Entscheide dich für die Flasche oder entscheide dich für mich oder für uns und für unsere Zukunft. Das heißt, wenn ich da nicht konsequent bin, dann werde ich selber werde, nicht nur du wirst krank durch dein Trinken, sondern auch ich werde krank. Und ich glaube, das tut so gut, dass man nicht älter wird, dass man sich in seinem Leben vollendet und dass man auch als Arzt mit jedem einzelnen Menschen wächst und immer mehr begreift und versteht, dass diese genauso ihre Berechtigung haben auf einem therapeutischen Weg, wenn man ihn überhaupt annähernd als einen Gesundheitsweg. Ich will das Wort Heilung nicht in den Mund nehmen, weil das steht mir gar nicht zu. Das vermag aber unser Körper, wenn auch diese Dinge geklärt werden dürfen mit Hilfe. Also fassen wir zusammen, wenn man so im Bewusstsein noch so einen Rucksack mit sich trägt, wo man jetzt auch das Gewissen drückt und man erinnert sich eigentlich tagtäglich daran, dann wäre es eigentlich schon gut, hier anzusetzen und was zu tun, um diesen Rucksack wirklich zu Lebzeiten. Lass mich ganz kurz sagen, ich habe ja vor 40 Jahren eine Methode entwickelt, die Psychokinesiologie, die nur diesen Sinn hat, eben zu schauen, bei jeder Erkrankung, bei jedem Symptom zu schauen, ob da eine Komponente dabei ist, die aus dem Bereich der Psychologie oder Traumatologie kommt. Und entwickeln das auch immer weiter und sind inzwischen sehr, sehr gut geworden. Und inzwischen nur in diesen 40 Jahren sind viele Einflüsse dazugekommen. Der Elektrosmog, die Toxine in der Umwelt, die Toxine in der Luft als Einflüsse. Und wir sind sehr, sehr gut geworden, in dem eben zu erkennen, dass
fast jede Erkrankung oder jedes Symptom ist ein Metapher, heißt es, das ist das richtige Wort auf Deutsch, eine Metapher für den Inhalt von ungelösten Konflikten und Traumata, entweder aus der eigenen Biografie oder aus der Familienbiografie oder aus der karmischen Biografie. Ja, dass diese Einflüsse zusammenkommen in einem komplexen, heute ist ja, wenn Patienten zu uns kommen, das habt ihr ja auch, die haben ja nicht ein Symptom, die haben ja eine Liste von 60, 70 Symptomen, oder? Wenn man sie lässt, wenn man sie frei erzählen lässt und so. Und wenn man das Ganze zusammenstellt und als Bild irgendwie darstellen könnte, kann man sofort sehen, okay, da ist was in der Geschichte, was diesem Bild ähnlich ist. Das ist ähnlich wie in der Homöopathie, die Bild der Ähnlichkeiten. Und es ist spannend für uns, diese Entwicklung zu beobachten, auch bei mir selber, das zu erkennen, dass wir Menschen eigentlich ein lebendes Genogramm sind, aber auch ein lebendes karmische Genogramm sind, oder dass sich alles in uns ausdrückt, was noch ungelöst ist. Und da kommen dann noch die kollektiven Themen dazu, genau, in denen wir angebunden sind, aus einer Hexenverbrennung, aus verschiedensten Dingen, ne, wo wir auch noch mit drin hängen. Der Zweite Weltkrieg gehört bei uns, bei jedem Patienten, bei jedem deutschen Patienten, oder haben wir das, die Verbrennung der Leute, oder Verbrennen der Städte, der Brand, oder? Kommt ganz, ganz häufig bei vielen als karmisches Last, die auf den Deutschen liegt. Ja, viele Hauterkrankungen oder so, ich sehe die, sobald die Verbindung hergestellt wurde, am nächsten Tag ist die Hauterkrankung weg. Das ist schon spannend, oder? Und das zu erkennen. Und trotzdem ist es wichtig, die anderen Einflüsse, die Toxine, alles mit einzubeziehen. Und dass wir nicht monoman arbeiten, sondern dass wir die größeren Einflüsse und dieser Einfluss, oder was so um einen rum passiert, wie Konsensusrealitäten, haben wir das im Englischen, dass die ein ganz wichtiger Einfluss ist, epigenetischer Einfluss, oder auf unsere ganzen regulativen Mechanismen, die wir haben, einschließlich der Regulation unserer Gene, dass die ständig beeinflusst wird durch die Felder, in denen wir sind. Und dazu gehört auch das mentale Feld dazu, die Nachrichten, die wir bekommen, die Umstände, unter denen wir leben. Das sind alles Riesendinge. Und natürlich beschränken wir uns in der Medizin auf das, was lösbar ist für uns, oder? Denn es gibt viele Einflüsse, oder wo wir sagen, okay, das lassen wir im Moment mal liegen, weil da haben wir keinen Zugriff drauf. Oder zumindest, wir können unsere Zuschauer jetzt einfach ermutigen, eine gute Wahl zu treffen, wenn sie eine Wahl haben. Also, wirklich, damit wir positiv abschließen. Ja, dass man mit dem Wissen, was wir jetzt zusammengetragen haben, weiß, man hat die Freiheit, eine Wahl zu treffen, was die Ernährung anbelangt und die ganze Lebensgestaltung. Und die Zuschauer zu ermutigen, zu sagen, treffen sie eine gute Wahl für sich, fürs Leben, für die Liebe, für die Zukunft. So. Ja, und du hast vom Tod gesprochen. Man muss doch keine Angst vom Tod haben. Der Tod ist doch jenseits vom Leben. Was die Grenze ist, ist das Sterben. Und das ist so schön. Und das ist ein Vorgang, den die Natur für uns wunderschön gestaltet und bei jedem gleich. Und das ist ein Prozess, wie das Leben sich langsam abschaltet. Also Menschen, die aus dieser Erfahrung sprechen, sagen, das ist vorbei, dass ich jemals vor diesem Wort oder vor diesem Fakt irgendwelche Ängste hätte. Und das finde ich so berührend. Oder? Als ob ihr es gespürt habt, jetzt ins schöne Finale reinzukommen, dass meine Uhr schon wieder vibriert. Ich habe ein überraschendes Zitat noch gefunden von Norbert Blüm. Oh. Ja, tatsächlich. Der hat mal gesagt, wenn Arbeit alles wäre, gäbe es keinen Lebenssinn für Behinderte, keinen mehr für Alte und noch keinen für Kinder. Dann dachte ich, der hat es doch auch ganz gut gesagt mit diesem Zitat. Und damit kommen wir jetzt ans Ende von dieser Sendung, die mir echt ans Herz gegangen ist. Ich möchte euch ganz, ganz herzlich Danke sagen, liebe Dietrich, Anna-Katharina, Petra und Lothar, dass wir so in dieser Runde einfach über solche tiefsinnigen Themen reden dürfen, ist einfach Seelenfutter. Und das war auch das Ziel, dass wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auch etwas für ihre Seele mitgeben können, aber auch mitteilen dürfen, dass wir alle heutzutage, also immer mehr Menschen, offen sind, über diese Themen zu reden. Und das tut echt gut, mit solchen
Thematiken sich zu beschäftigen, denn es ist wirklich die Essenz des Lebens. In diesem Sinne, wenn Sie weitere solche wunderbaren Sendungen wie das Kolloquium sehen wollen, dann einfach auf Wikisana. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.